Wenn Michael Kück auf die Höfe fährt, ist er gut gerüstet. Für fast alle Probleme hat er eine Lösung dabei. Denn der Außendienstmitarbeiter der RWG Knarrenburg EG ist mit seinem Agravis Kälbermobil unterwegs. Regelmäßig ist er damit zu Besuch bei Familie Wessels in Ritterhude. Wir sind hier auf dem Grünlandbetrieb mit Milchviehhaltung und weiblicher Aufzucht. Insgesamt haben wir so 350 Tiere, 90 Milchkühen und dann weibliche Aufzucht, 2,5 Jahrgänge, so 40 im Jahr, ca. 45 und dann so 2 Jahrgänge Bullen, einjährige und zweijährige, jeweils 85, so 170 Bullen. Insbesondere bei der Kälberaufzucht konnte Michael Kück mit den Produkten aus seinem Kälbermobil, das seit einem halben Jahr im Einsatz ist, schon einige Male weiterhelfen. An Bord haben wir die Produkte Desintec, Vitamiral, Miravit und Kombimilk. Wir decken für den Landwirt eigentlich alles ab, was der Landwirt braucht. Von der Reinigung, Mineralfutter bis hin zur Kälberaufzucht. Für Michael Kück liegt der Vorteil des bunten Transporters auf der Hand. Bei Problemen kann er seinen rund 250 Kunden schnell und effizient helfen. Mehr als 40 Produkte hat er dazu an Bord. Bei Produktneuheiten hat er stets eine Probe zur Hand, die er auf dem Hof lassen kann. Landwirt Christian Wessels ist für Neuerungen offen. Zusammen mit dem Außendienstmitarbeiter hat er schon viele Betriebsabläufe auf dem Hof optimiert. Er sieht große Vorteile in der Zusammenarbeit mit der Agravis als einzigen Handelspartner. Die Zusammenarbeit bestand schon zu meinen Vaters Zeiten und habe ich so jetzt mit übernommen sozusagen. Wurde jetzt über die letzten Jahre, die 4 Jahre, die ich den Betrieb jetzt bewirtschafte, stetig ausgebaut. Auch für Michael Kück ist die intensive Zusammenarbeit eine große Hilfe. Er weiß stets über alle Abläufe Bescheid. Der Vorteil hierbei ist natürlich, dass wir die Produkte sind sehr aufeinander abgestimmt, vom Kalb bis hin zur fertigen Milchkuh. Dadurch können wir jedes Produkt miteinander kombinieren. Für die kommenden Monate steht eine langsame Umstellung zur Adlibitum-Tränke auf dem Plan. Auch dabei wollen die beiden Männer eng zusammenarbeiten.